wie ich den bekommen habe. Er hat gedacht, er kann mich haben. Und die Wahrheit war, nein. Ich höre irgendwo Schüsse von irgendwo. So, obwohl mit dem Flammenwerfer ist alles möglich, natürlich. Nein. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gustav, bin F und das ist eine neue Folge Du bist mein Robocop, verbunden mit einem Pack-Opening. Aber ihr solltet nur wissen, die Brille trage ich nur, weil ich sonst echt verstört bin und ich einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das Licht hier, ich weiß, dass es nötig ist, damit es gut aussieht mit der Kamera. Aber wenn ich das, wenn ich die Brille nicht trage, dann komme ich nicht mehr auf den Bildschirm klar. Ah, wir werden sehen, wie es läuft. Und das Erste, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist einfach das Pack-Opening. Denn ihr wisst ganz genau, was gerade ist, oder? Und zwar gibt es da das 5-Pack für 3 Angebot. Das heißt, für 90 Krypto-Keys kriegen wir 5 große Päckchen. Und wie ihr vielleicht seht, habe ich 652 Krypto-Keys. Das heißt, Alter, wir legen jetzt so los. Boah, aber die Brille, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich finde, also es ist halt schon cool, ne? So, im Allgemeinen. Können wir das wegdrücken? Nee, wir müssen uns das jedes Mal angucken. Vielen Dank für die Unterstützung, die ihr mir im letzten Video gegeben habt. Die Entscheidung war natürlich sehr strittig und kam extrem gemischt an. Viele Dislikes, extrem viele Likes, muss man auch sagen. Und ich freue mich einfach nur, dass es so geil überraschend ankam, wie ich es gehofft habe. Warum kann ich nichts machen? Ist das jetzt stecken geblieben bei mir? ist einfach stecken geblieben. Hat das jetzt so lange gedauert, oder was? Hey, guck mal! Was ist hier los? Das ist voll broken. Ich bin so froh, wie ihr mich unterstützt. Das macht mich wirklich stolz. Ganz ehrlich, das macht mich stolz, wie ihr mich unterstützt. Kann ich einfach nur riesen Daumen hoch geben. Muss ich einmal hier zurück und das nochmal kaufen. Und leider dauert das. Wir haben genau 600 Krypto-Keys noch. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Oh mein Gott, ey, das Licht ist so hell, das riecht unangenehm in meinen Augen gerade. Wie weiterhin gesagt, ich bin immer noch auf dem aufsteigenden Ast. Also mir geht's gut, wird besser, sagen wir es mal so. Aber ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will oder wollte oder war. Bin immer noch vollkommen verwirrt von allem und so. Und kann immer noch nicht so richtig gehen. Nochmal Pack-Openings machen, aber so kein Spaß, wenn er die ganze Zeit so eine Scheiße ist. Kann man das mal überspringen? Was soll der Scheiß? Das Deutschland-Spiel gestern, ne? Ey, das war so krank. Ich habe selten so Hände zittern und Herzflammern und flattern und ich weiß es nicht. Wir waren so aufgeregt, ne? Das Elfmeterschießen war einfach zu hart für uns. Es war einfach zu hart für uns. Brechstange, ja, habe ich schon, glaube ich. Es ging auch einfach nicht zu Ende. Ich meine, ich ging es wahrscheinlich genauso. Es war so hart an der Grenze. Oh, wir haben so gelitten. Aber es war auch einfach nur legendär letztendlich, ne? Letztendlich haben wir ein Spiel erlebt, was einfach absolut legendär geworden ist. Aber mit der Brille bin ich schon cool, oder? Oder? Ich putze die mal für euch. Vielleicht sehe ich da noch besser durch. Wow! Wasserbombe. Es ist fantastisch. Es ist einer der besten Köpfe, die ich je gesehen habe. Die Menschheit je gesehen hat. Ich bin jetzt schon, so geht es wahrscheinlich vielen auch anderen von euch, ich bin jetzt schon so richtig traurig, dass die EM bald endet. Weil wenn sowas zu Ende ist, weil für mich ist ja die NBA, also die Basketballliga in Amerika, ich liebe es, die NBA zu gucken. Wenn die dann endet, ist für mich immer so ein Sommerloch da. Weil halt natürlich auch die Bundesliga endet, also auch die endet. Und jetzt dann EM ist dann halt so, ja geil, man hat was zu tun, man hat auch abends was zu gucken. Weil ich liebe Fußball, ich liebe Sport. Und dann, wenn das immer endet, dann ist immer so ein Sommerloch. Man weiß eigentlich, also man weiß nicht so richtig, was man gucken soll. Freue ich mich auf jeden Fall noch auf die nächsten Spiele jetzt. Ich habe noch nie so ein langsames Pack-Opening gesehen. Na, 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 na. Na, 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 na. Für alle, die es übrigens nicht dieses Lied gerade, ne? Alles klar. Für alle, die es bisher nicht geglaubt haben. Ja, ich habe mich tatsächlich zurücksetzen lassen. Das ist richtig. Die Folge heute kommt zu spät, weil ich schon eine Klasse ausgewählt habe, die für den Robocop ist, weil sie die meisten Likes hat. Aber dafür musste ich dann erstmal die Shiva freispielen. Das kann ich nicht umgehen. Energeon für die SVG. Mensch, das gefällt mir. Ich finde die Tarnung gar nicht mal so schlecht. Die ist schön knallig. Knallig, knallig. Ich bin auch ein Knaller, auf jeden Fall. Oh. Es dauert so ewig. Ich fand, das war eine geile Idee, sich zurückzusetzen. Obwohl natürlich, klar, bereut man es auch ein bisschen mit den ganzen Sachen, die man jetzt einfach nicht zur Verfügung stehen hat. Ich kann hier gar nicht so gerne. Furiengesang habe ich auch schon. Wir haben bisher nur 2 Nahkampfwaffen gezogen, die ich beide schon habe. Also ich kann ja ehrlich zu euch sein. Ne? Ich persönlich finde Pack-Openings nicht so spannend. Ihr schon, offensichtlich, weil das auch offensichtlich gut bei euch ankommt und es wird auch oft verlangt und so weiter oder angefragt. Und das habe ich auch bei Aimbrot mitbekommen. Der meinte auch so, Pack-Openings ist halt das Einfachste, was man machen kann mitunter. Es ist halt voll wenig Mühe, aber es kommt bei euch gut an. Aber für mich ist es so, ach ja, ich freue mich gar nicht, also weiß ich nicht. Natürlich würde ich mich wahrscheinlich freuen, wenn ich jetzt die MX Garand endlich mal kriegen würde, aber die kriege ich ja nicht. Die kriege ich ja nicht.
Wenn ihr sehen würdet, was meine Augen machen, dann würdet ihr sehen, dass ich schlafe. Wie dunkel ist der denn? Nacht. Er ist einfach Nacht. Ich komme hier alle kennen. Ach so, und außerdem, was ich unbedingt sagen wollte, die Heftigkeit eurer Kommentare unter der letzten Robocop-Folge. Das war krank, Alter. Das war vollkommen krank. Ich glaube, ihr habt über 100 Klassen einfach so gestellt. Und ich konnte mich nicht entscheiden, natürlich. Also, wie soll ich mich denn dann... Oh, Verstoß, mein Lieblingstarnung. Wie soll ich mich denn dann entscheiden, sozusagen? Und dann habe ich einfach jetzt einen YouTube-Random-Comment-Picker genommen und da den mit den meisten Likes einfach genommen. Der hat zwar nur 4 Likes, aber immerhin 4 Likes sind mehr als die meisten wahrscheinlich. Aber heftig, wie er das unterstützt. Also ich finde es richtig geil. Natürlich, wie gesagt, ich kann leider nicht alle Klassen von euch spielen. Aber freut mich, dass ihr so mitmacht. Und wer weiß, wer von euch weiterkommt, ne? Frage ist natürlich auch, was ihr jetzt gerne unter die Kommentare schreiben könnt. Hättet ihr Bock, dass ich das nicht nach Daumen mache, sondern wirklich nach Zufall? Also ich könnte ja diesen random, diesen zufälligen YouTube-Kommentar-Entscheider-Generator nehmen. Dort einfach sagen, der Erste, der aufkommt in der Klasse, die Klasse spiele ich. Und egal, was das für eine Klasse ist, wäre das bei eurem Interesse? Das müsst ihr mir, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, da bin ich wirklich interessiert dran. Ist euch das lieber als zum Beispiel die Klasse, die den meisten Daumen hat? Da bin ich gespannt. Gefühlt mache ich nie wieder ein Pack-Opening. Das ist ganz nett, mit euch reden zu können. Ich gebe es ja zu. Aber gleichzeitig auch nervig. Entschuldigung, aber das ist so langweilig, dass ich die ganze Zeit gähnen muss. Doppelte eintauschen. 18 seltene 3. Oh, gar nicht so viel. Vielleicht. Na gut. Alter, und das waren 20 Minuten, die ich hier gerade aufnehme, ne? 20 Minuten meines Lebens. L4 Siege habe ich gezogen. Yay. Okay, wir haben eine neue Waffe gezogen. Absolut unter keinen Umständen das, was ich haben will. Haptisch. Oh, dreimal haptisch. Das wäre geil gewesen, muss ich sagen. Das wäre richtig lustig gewesen. Ja, wir kriegen noch ein 5er Päckchen hin. Aber ich bin jetzt auch nicht enttäuscht. Ich bin ganz locker. Für die letzten 4 drehen wir die Kappe mal um, Alter. Jetzt meinen wir es nämlich ernst. Das ist so wie Ash, wenn ein Pokémon fangen will. Wir haben hier die Klasse von Finn für den Robocop. Endlich. Und Finn, das werde ich jetzt trotzdem draufpacken. L4 Siege. So. Finn hat gesagt, nur die Shiva mit der Mal- und Magazinerweiterung L4 Siege und sonst nichts. Ich packe jetzt Plünderer drauf, einfach nur weil L4 Siege sonst nicht viel bringt. Punkteserien haben wir Vorräte, Hater und KR-Einheit. Komm, dann gehen wir Team Deathmatch und raten da die Leute. Wie auch immer das aussehen soll. Ja, die Klasse ist schrecklich, also wirklich brutal schlecht. Wenn man auf die Shiva kein Großkaliber packt, dann macht man einfach einen Fehler. Oh, so schade. Wow. Oh Gott. Es ruckelt irgendwie ein bisschen, schade. Das ist natürlich... Oh ja, es ruckelt ein bisschen. Ah, ich wollte den unbedingt haben. Da ist einer gewesen. Oh, okay, Gorgon mit Thermal. Ich wusste es. Gorgon mit Thermal. Wenn du die Gorgon siehst, dann spielen die Leute das mit Thermal. Ich werde die Klasse jetzt einmal für euch spielen und das war's dann. Also Herrschaft wäre halt cooler gewesen, hätte ich wenigstens eine Chance gehabt. Hör mir auf, 13 Kills oder wie viel ich dafür brauche? Pff, 13 Kills ohne zu sterben? Willst du mich verarschen? Als fucking ob. Wie er da einfach steht. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ah, oh, das hätte meiner sein können. Schade. Nope. Ah, nein, das war mein Tod. Wow, wie ich den bekommen habe. Er hat gedacht, er kann mich haben. Und die Wahrheit war, nein. Ich höre irgendwo Schüsse von irgendwo. So, obwohl mit dem Flammenwerfer ist alles möglich, natürlich. Nein, den habe ich nicht gesehen. Wie geil. Ich pack den Flammenwerfer auf und sterb einfach immediately. Oh, komm nochmal zurück. Baby, come back. Da-da-da. Baby, come back. Mau, mau, mau. Oh, schon wieder Cerberus? Nö, einfach der Typ da oben. Als ob wir auch annähernd unsere Kiste kommen. Wow, der ist weggeflogen. Wow. Ja, ich bin zwar gerade Ash Ketchum, Pokémon fange ich trotzdem nicht. Wenn ihr wollt, dass ich nichts schaffe, dann ja, könnt ihr mir solche Klassen weiterstellen. Das ist kein Problem. Das ist für mich kein Problem. Ich schäme mich nicht dafür, mit einer extrem schlechten Klasse auch den Robocop nicht zu erreichen. Das ist mir scheißegal. Vollkommen vergessen, dass ich einen L4 Siege dabei habe. Ja, Schwarm ausgeschaltet. Oh mein Gott, wie eine Kiste. Na, Konterdrohne. Also, das Spiel ist eh vorbei. Wir sind sogar noch Erster geworden in unserem Team. Haben natürlich wieder voll verloren. Nachdem ich mich zurückgesetzt habe, ist es so richtig geil. Ich bin vielleicht besser mit der KD geworden, aber Win-Loss? Absolut nicht. Ich verliere nur. Wirklich nur im Verlieren. Keine Chance gehabt. Wir haben eine Halbzeit Zeit. Ich finde, das ist fair. Nice. Ich gehe jetzt da hoch. Hä? Was?
Gut, was? Der hat irgendwie behauptet, ich habe einen Wallhack? Ich habe doch gerade erst angefangen. Wenn wir einfach behaupten, dass ich cheate, obwohl ich gerade in den Server gekommen bin, der hat sich mir schon verguckt oder so. Ich alter Cheater. Was ihr mir für Klassen gebt und dann erwartet, dass ich damit irgendwas schaffe. Ich bin kein überragender Spieler. Ich bin höchstens ganz gut. So, Headshot. Bitch. So. Ey, was? Wie ich da voll gut gespielt habe, aber es hat einfach nichts gebracht. So, komm schon. Wir können das schaffen. Nein, können wir nicht. Komm schon. Oh, was? Nein. Oh, wie traurig. Meinst du, wir kriegen irgendwas hin? Ich glaube nämlich nicht. Ich habe die da vorne nicht bekommen. Hä? Nee. Willst du mich verarschen? Ich habe auf die geschossen. Meine Flamme hat pssst gemacht. Und dann sehe ich in die Killcam und ich habe an der Stelle noch gar nicht geschossen. Nö, ist klar. Nö, ist klar. Nö, ist klar. Nee, ist klar. Nee, also ich habe darüber nachgedacht und entschieden, dass das klar ist. Nee, ist klar. Nee, ist klar, ist klar. Fickt euch. Ja, ganz ehrlich, fickt euch, Alter. Wenn ihr wollt, dass ich den Robocop schaffe, müsstet ihr mir irgendwie bessere Klassen geben. Weil, also ganz ehrlich, sag ich jetzt einfach mal, ganz ehrlich, für die nächste Folge will ich nicht, dass ihr unter 10 Punkte bleibt. Weil das finde ich richtig unfair. Es ist ja schon, ich würde den Robocop auch nicht mit jeder Waffe überhaupt schaffen. Und dann sagt ihr mir, ja, spiel doch mit ohne Perks. Ist das nicht irgendwie unfair? Meint ihr nicht? Ah, super Runde, ne? So, ihr stellt mir jetzt auf jeden Fall für die nächste Folge, stellt ihr mir eine Klasse unten drunter. Schreibt mir dazu, ob ihr es gerne hättet, dass sie mit mehr Daumen oder mit Zufall ausgewählt wird. Und ihr macht gefälligst 10 ganze Punkte. Also alle 10 Punkte rein. Alle so viele Perks wie möglich, so viele Attachments wie möglich. Damit ich nicht auf so eine Scheiße wie jetzt gerade komme, wo ich einfach machtlos bin. Ich wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen Sonntagabend noch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die alles irgendwie ein bisschen langweilig war. Fand ich jedenfalls. Das Background irgendwas richtig Und wir haben den L4 Siege, wenn ich einmal benutzt, sehr richtig geil. So läuft das bei mir. Ach, herrlich. Ciao.